So. Gut, dann kann ich in den Baumodus gehen, ja. Nehmen wir dich mal mit. Komm mit, du musst nach vorne. Können wir da schon mal die Power Armor ablegen, unsere erste. Sagen wir, wir bunkern die erstmal hier an dieser Stelle. Und werden, wenn es nötig ist, werden wir diese auch benutzen. Oh, Licht. Ich halte A. Okay. Sehr schön. Was haben wir denn hier so Schönes? Unbehandelt. Hot Rod Flammenbemalung. Militärbemalung, Vault-Tec. Ich meine, die ist gratis. Das ist die, die wir gefunden haben, ne? Yay! Krass, die haben wir das letzte Mal im richtigen Let's Play haben wir die sehr, sehr spät bekommen. Aber das ist unsere erste Rüstung. Bin sehr stolz drauf. Und die werden wir auch später, früher oder später nutzen. Gehen wir erstmal was trinken. Meine kleine, wunderschöne Siedlung. Ah. Ich werd die Power aber wirklich erst benutzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Das heißt, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, dann hole ich sie und dann benutzen wir sie. Ganz einfach. So, und ich muss mal ein paar Stunden schlafen jetzt. Schlafen wir so 8 Stunden, dann passt das schon. Wir müssen irgendwie auch so einen Rhythmus hinkriegen, dass wir sagen, hey, abends gehen wir schlafen, suchen uns ein Bett. Hey, cool. Meine ganzen Dinger sind weg. Nice. Gut. Nächster Stop ist dann die Stadt. Aber finde ich cool, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, können wir da wirklich alles ausräubern. Aber vieles wird auch halt hier nicht gezeigt. Es werden natürlich hier Gebäude gezeigt, ne, und so wichtige Sachen. Das hier zum Beispiel. Aber so Kleinigkeiten, die man in der Welt findet, wie ja, die kleinen Lager, die sieht man nicht. Oh, ich habe nicht mehr viel Immuni, ne? Was? Das hätte kritischer sein müssen. Oh. Uno Sekundo, Fliege. Uno Sekundo, ich hab keine Munition mehr. Wie soll ich denn damit in die Stadt gehen? 38er. Ah, gut, muss sein. Oder? Infektion, Mann. Weg mit dir. Mann. Ja, gut. Ich habe viel zu viel Leben verloren. Scheiße. Oh, diese Drecksblähfliege. Ach, das ist der Punkt, den ich gesehen habe. Und was bringt mir das jetzt, außer dass ich hier tot bin? Naja, kann ich mich heilen. Bisschen aufbereitetes Wasser. Wieso nicht? Ich meine, ich brauche einen Arzt. Kann doch nicht sein. Okay, ich bin doch nicht stark genug, um mit dem Schlagring zu kämpfen. Das haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal gemerkt. Oh, ich muss mich heilen, ne? Eigentlich müsste ich Speicherstand laden. Aber wir spielen auf Hardcore und ich werde Hardcore auch bleiben. Das heißt, wir werden mit unseren Fehlern lernen oder wir sterben. Ja. Eine kleine Siedlung. Ich kann mich erinnern, dass ihr freundlich seid, ne? Hallo, freundliche Gesichter. Bin so froh. Ich habe Nervi-Farm. Ja, gebt mal eure Tatos.
Und die Farm ist direkt in der Nähe von Sanctuary. Das habe ich früher alles gar nicht gemerkt. Oh, das heißt, die hier könnten die Nahrung produzieren und dann rüber schicken zu mir. Das wäre so göttlich. Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Das wäre super. Deine Infektion breitet sich aus. Oh. Naja, können wir wenigstens Holz kaufen. Aber wir bauen ja schon gar nicht mehr mit Holz, ne? Du kriegst von mir auf jeden Fall eine davon und... Okay. Fünf davon, eine davon. Was habe ich noch für dich? Die behalte ich mal. Die behalte ich auch. Die leichte kannst du haben, die kannst du haben. Oh, das Halstuch für meinen Hund, ne? Ja, lass ich mal. Sack, ja, kannst du auch haben. So, ich muss ein bisschen was an Zeug loswerden. 88 Kronkorken. Ich habe ja kaum Kronkorken. Oh mein Gott, ich bin so am Arsch. Hier, kriegst 61 davon, bitteschön. Verbranntes Wirtschaftsmagazin brauche ich auch nicht. Und die U-Bahn-Marke behalte ich auch. Die kann mir noch helfen. Hier haben wir eine Menge Schrott. Gut, das war es auch schon. Und zwar annehmen. Kann ich hier direkt bauen, wenn ich drauf drücke? Ah, muss mich erst verbünden. Leute, ihr Das braucht war mich. genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Handeln. Habt ihr was zum Handeln? Wenn du handeln willst, kannst du mit meiner Frau reden. Sie ist beim Haus oben, aber sei gewarnt, wenn du Ärger machst. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Was brauchst du an? Ich hab dir alles geklaut. Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tatos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Black Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Wie lange macht ihr schon? Wie lange gibt es diese Farm hier schon? Seit vielen Generationen. Auf jeden Fall waren mein Vater und davor sein Vater schon hier. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was gehört dazu? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst: Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat: Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Raider? Raider, der Name sagt doch schon alles. Du bist wirklich neu. Der Name ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie sind gut bewaffnet, nehmen sich, was sie wollen und töten jeden, der ihnen im Weg steht. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Minutemen? Wer sind die Minutemen? Ich kenne sie ja noch nicht. Was ist mit den Minutemen? Ich weiß es leider nicht. Sie haben sich wohl anderen Dingen zugewendet. Die Raider nutzen wirklich jede Gelegenheit. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Okay, und wo sind sie? Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Den Gefallen erwidern. Ich bin ja fast tot. Hilfsmittel. Wie werde ich das Zeug los? Jet? Nein. Oh Gott. Wie heile ich mich jetzt?
Wir müssen uns unbedingt in die Stadt vorarbeiten, Freunde. Ich vermute, Sie hocken in dieser Satellitenstation im Nordosten. Zumindest sind Sie in die Richtung marschiert, als Sie abgehauen sind. Ich kann nur hoffen, dass die Infektion irgendwie von alleine weggeht. Kann ich bei euch kurz schlafen? Wäre das möglich? Ihr habt doch bestimmt Betten. Stehlen? Nein. Ich muss hier nicht stehen. Ich werde später hier wohnen. Ah, ich kann hier nicht schlafen. Dreck! Okay, gut. Ja. Wir müssen uns ein bisschen die Stadt vorarbeiten. Scheiße. Okay, nächster Stopp. Wäre dann die Stadt. Wo war die nochmal? Ach, ich bin so am Arsch. Wie werde ich die Infektion jetzt los? Ja gut, wir müssen... Ach, scheiße. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen abwarten und gucken. Was heißt, unser nächster Stop wird auf jeden Fall... Aufgaben... Gefallen erwidern. Scheiß Markierung entfernen erstmal. Die Satellitenstation. Wir waren da schon in der Nähe. Wir haben sie schon gesehen. Und dann werden wir da auf jeden Fall hingehen. Und dann gucken wir mal. Aber erstmal war es, glaube ich, erstmal für diese Aufnahmesession. Ich werde beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Und ja, mal gucken. Bis gleich oder nächste Woche. Tschüss. Jo, Freunde, ich bin wieder da. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Mir ist gerade in Steam, beziehungsweise Steam eingefroren. Und ich war so schlau und dachte mir, hey, ich schließe mal kurz Steam. Was ich nicht wusste, ist, dass er vorher gleich mitschließt. Also musste ich... den Teil bis hierher, wie wir hierher gelaufen sind, nochmal kurz spielen. Das heißt, ich habe irgendwie eine andere Krankheit jetzt. Also ich bin natürlich wieder auf die Blähfliegen getroffen und jetzt habe ich Lethargie. Ich weiß nicht, ob das genau dasselbe ist. Wir gucken einmal ganz kurz nach, was Lethargie ist. Wo sehe ich das denn nochmal? Skill-Tabelle, nächster Rang, Effekte anzeigen. So, Lethargie, AP-Regeneration minus 50%. Okay, das geht ja noch. Ist immer noch besser, als die ganze Zeit Leben zu verlieren. So, ich bin leicht hungrig, das heißt, minus 1 Ausdauer. Gut, was soll's. So, ich habe festgestellt, dass diese Waffe nicht so wirklich cool ist, also nicht wirklich hilfreich ist. Was? Achso, du bezahlst mich für die Melonen? Ich weiß nicht, ob das besser ist, sie einfach zu behalten. Lucy. Sieht merkwürdig aus. So einen komischen Kopf. Hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Wie viel? Was ist die Bezahlung? Das sind 3 Kronkorken für jede Melone, die du bringst. Möchtest du jetzt deine Bezahlung haben? Wie so ein Roboter. Möchten Sie jetzt Ihre Bezahlung haben? Ja oder nein? Nö. Noch nicht. Okay, gib mir Bescheid, wenn du deine Bezahlung haben willst. Ich behalte sie. Na gut. De facto ist, wir haben es momentan nicht drauf. Wir haben keine Waffe. Wir haben zwar einen Nahkampf. Wir haben noch eine Schrotflinte, ja. Ich weiß nicht, ob wir es mit einer Schrotflinte mit den Raidern aufnehmen können. Das ist immer so eine andere Frage. Ah, Klammerbox. Haben wir hier noch. By the way, ist immer gut. Timpack auf bereites Wasser. Ein Bettchen zum Schlafen. Gut, dass ich das jetzt erst sehe. Hätte ich noch ein paar Minuten länger gespielt. Naja, dann wäre ich höchstwahrscheinlich jetzt tot wegen der Krankheit. Naja. Man muss es auch positiv sehen können, ne? Immer positiv sehen, Freunde. Ich würde sagen, wir laufen hier noch ein bisschen durch die Gegend, gucken, dass wir irgendwie noch ein bisschen was an Loot bekommen. Und dann gehen wir zu den Raidern. Ich brauche unbedingt diese Farm. Verdammt, ey. Warum brauche ich diese Farm so sehr? Na ja, komm, wir gehen hin. Scheiß drauf. Kriegen wir schon hin, ne? Ist ja nur ein kleines Stück. Ah gut. Legen wir mal los. Auf dem Weg dahin finden wir vielleicht irgendwas Brauchbares.
Munition wäre zum Beispiel ein guter Anfang. Was haben wir jetzt noch an Waffen? Schlagring, ja. Wir haben jetzt hier. Ah, du bist besser. Na gut, wir haben noch die Schrotflinte mit 6 Munition. Das ist auch so gut wie gar nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen soll. Das Einzige, was ich machen kann, ist in die Stadt gehen und da versuchen zu räubern. Okay, folgender Plan. Wir gehen zur Red Rocket Raststätte, bauen da schon mal ein Bett auf für uns und dann gehen wir in die Stadt. Weil da ist es definitiv ein bisschen näher dran, ne? Ja, ist näher dran. Gehen wir dahin. Okay, das ist ein sehr guter Plan. Ich brauche Händler in meiner Stadt. Ich brauche einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Leben. Etwas, womit ich was anfangen kann. Ich bin momentan so knapp bei Kasse, dass es nicht mehr lustig ist. Aber wir kriegen das schon hin, Freunde, wir kriegen das schon hin. Das ist ja auch der Spaß. Das Problem ist einfach nur, im Endeffekt werden wir wahrscheinlich sowieso OP sein. Früher oder später. Und ich genieße einfach die Zeit, wo ich wirklich nachdenken muss, wo ich taktisch handeln muss. Ich genieße die Zeit wirklich. So. Wobei es wird ja nie wirklich einfach. Weil wir haben ja schon vorher im Hardcore-Modus gespielt, jedenfalls bis zum Ende hin. Das Ding ist nur, diesmal können wir nicht schnell reisen und sagen, hey, ich gehe mal kurz zum Arzt oder hey, ich mache mal kurz diese Quest und reise dahin. Ist nicht. Das heißt, wir müssen immer das nehmen, wo wir gerade sind. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Oder beziehungsweise ganz lustig, dass wir das so machen. Gut, aber in die Stadt. Gucken wir mal, dass wir irgendwie ein bisschen Loot bekommen. Ja, Hundi, Hundi, ich brauche Hundi. Hundi! Ja, komm mal mit. Hey! Los, Junge, wir müssen gehen. Wieso heißt der eigentlich Hund und nicht Dogmeat? Na, egal. Hieß er nicht früher mal Dogmeat? Du kannst mir doch bestimmt Sachen suchen, ne? Moment, Kleiner, warte, warte, warte. Wo willst du hin? Hier drüben. Komm her, red mit mir. Was ist los mit dir? Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken, Tricks. Hey, Junge. Hast du irgendwelche Tricks drauf? Du sollst mir Munition beschaffen. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Gegner, er sucht mir Gegner. Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Organisier mal irgendwas. Habe ich irgendwas liegen lassen, vielleicht? Ja. Beeil dich nur nicht, nein. Alles gut. Ich glaube, in der Nähe hat er nichts. Findet er nichts, so? Der hat Spaß. Naja. Zeit, in die große Stadt zu gehen. Wir haben da einen Typen. Ich glaube, hinter ihm können wir nicht auftauchen. Sonst würde ich ihm einfach eine brezeln. Sind das Ameisen? Hätte ich doof, jetzt Munition dafür zu verschwenden, ne? Das sind keine Ameisen, das sind die Stechfliegen. Oh mein Gott, ich bin am Arsch, wenn ich die angreife. Komm, gehen wir weg. So, wir haben da einen Raider. Solange der mich nicht sieht, ist alles in Ordnung. Komm schon, gib mir irgendwas an Loot. Ja, Coca-Cola Quantum, Zuckerbomben, Kronkorken, Ausgang. Wir müssen die komplette Stadt plündern. Sonst, anders geht das nicht, Freunde, anders geht das nicht. Was ist denn? Eine Haarklammer. Ich dachte, es wäre so ein Stück von der Ameise. Haarklammer Box. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Shit. Okay, die nächsten Level gehen auf Schloss knacken, glaube ich. Braucht das unbedingt. Ich meine, sowas wie Computerspezialist und so brauchen wir nicht. Aber Schloss knacken wäre doch eine gute Weise. Concord. Ist ja nicht Hundi, ist natürlich doch. Hundi ist da. Gib mir mal die Schrotflinte dahin. Oh. Und du gehst mal nach oben.
Du solltest mal nachschauen, was das war. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ist hier in der Gegend was Interessantes passiert? Nichts, was dich interessieren würde. Ich habe hier allerdings Waren, die ich loswerden muss. Falls du also Interesse hast. Zeig mal, was du so hast. Okay, zeig mal, was du hast. LOL. ach, das ist... Oh. Das ist ein DLC. Was auch immer das alles ist. Was ist das? Wieso hast du so viel davon? Backpack. Okay, ich weiß zwar nicht, was das alles ist, aber ich habe auch nichts zum Verkaufen, außer die Impro-Pistole, ne? Na gut, dann wissen wir schon mal, dass hier eine Hände drin ist. Und jetzt haust du ab, oder was? Oh, und ich mache mir hier voll die Gedanken, weißt du? Wir haben noch Kleidung, ne? So. Schweißerbrille bringt mir nichts. Aber Hundi kann ich doch anziehen. Hey. Wir haben doch... Hier, nimm mal das beides. Vielleicht kannst du es tragen. Ja, nice. Okay. Und haben wir angezogen. Warum auch immer eine Brille tragen müsste. Egal. Gut, wir sind trotzdem in einer Stadt, die nicht so cool zu uns zu sprechen ist. Der Laden steht noch offen. Da geht's zu den Minutemen. Ja, wir müssten eigentlich die Minutemen befreien, um irgendwie in der Story weiterzukommen, ne? Dann lass die erstmal fighten, vielleicht besiegen die sich gegenseitig. Würde mir sehr viel Stress wegnehmen. Hier muss doch irgendwas geben. Oh, ich freue mich schon auf Ghule. Wir sind so am Arsch, wenn Ghule kommen. Vor allem in diesem Modus. Wir haben schon mal auf sehr, sehr schwer gegen die Todeskralle gekämpft. Und da hat die Munition nicht gereicht, die wir bekommen haben. Was vermutlich diesmal wieder der Fall sein wird. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten, bevor wir in den Kampf mit der Todeskralle gehen. Oder wir laufen einfach weg. Oder gehört das zur Quest, die zu besiegen? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich schleiche hier lieber erstmal durch die Innenhöfe. Guck, ob ich irgendwas Brauchbares finden kann. Hier muss doch irgendwas sein. Weißt du, überall Kisten, aber keine kannst du aufmachen. Shit. Kommen dem Geball auch immer näher. Okay. Ich gehe mal in die Richtung. Ich muss erstmal ein paar Häuser plündern. Für meine 10mm bräuchte ich Munition. Ich meine, ich kriege da auch eine andere Waffe. Das ist natürlich recht positiv, aber sobald wir in das Gebäude gehen, sind da überall Raider. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe eigentlich gedacht, in Concord sind mehrere offene Gebäude. Ach, da ballern die. Sehr schön. Na, läuft doch. Man muss nur die Köpfe treffen. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Jawohl. Gib mir den ganzen Scheiß. Zeitreisen für... Oh, Level Up. Nice. Oh, das tut gut. Oh, ich bin überladen, ne? Hundi! Handeln wir ein bisschen. Also gut, eine 10mm Pistole für dich. Impro-Pistole.
Zauch haben Improautomatikpistole. Gleiche Munition, ne? Weniger Schaden, aber diese drei Schaden, ganz ehrlich. So, Lederkombi. Du gibst mir mehr Rüstung. Aber du bist ein Komplettanzug, ne? Du bist ein Komplettanzug. Sturmgasmaske. Na gut, nichts für mich dabei. Na gut, was soll's. So, dann gib mir mal. Ich meine, wir werden ziemlich viel Munition verschwenden dadurch, aber es ist besser, mit der Waffe hier rumzulungern. Na gut. Die Raider müssten weg sein. Wir nehmen hier alles mit. Können alles gebrauchen. Klebeband, Blechdose. Blueburn sind auch gut. Vor allem ist der Handy. Da ist nichts. Gut, jetzt wird es Zeit, erstmal die Stadt zu plündern. Dann gehen wir, glaube ich, noch mal kurz nach Hause und gucken, was wir mit unserem erbeuteten Zeug anfangen können. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Hier ist nichts mehr, ne? Wie viel Fallschaden kriegen wir da? Weiß es nicht. Ich will es gar nicht ausprobieren. Zum Glück bin ich nicht gesprungen. Somit habe ich das noch gefunden. Gut. Nächstes Gebäude. Ich habe hier noch ein Gebäude gesehen, das offen ist. Genau. Kann ich hier draus trinken? Muss man ja mal in Erfahrung bringen, ne? Ja, ich stecke jetzt jeden Scheiß ein. Alles, was ich verkaufen kann, werde ich verkaufen. Gut, der Priester hat leider nichts zu verstecken. Schade. Okay, keine Munition dafür. Schade. Bin ich überladen? Ja, war ja klar. Experte. Ach stimmt, wir wollten nochmal zurück zu Vault. Ach komm, scheiß drauf. Wer braucht denn schon die billige Waffe? Tischventilator. Bleib stehen! Aufgepasst. So, dann. Oh, ich hab Molotow-Cocktail. Cool. Er hat für nichts Munition. Alter. Nicht so cool, nicht so cool. Schutzhelm. Oh, kann ich anziehen. Kann ich das hier direkt machen? Verbranntes Buch. Ja, dann nimm mal hier den ganzen Schrott, bis du voll bist. Dann weiß ich nämlich, dass du voll bist. Ach, cool. Was habe ich denn dabei, was so viel wiegt? Sag mal. Du hast immer noch einen Wert für mich. Aufgepasst. Also kriegst du auf jeden Fall schon mal das hier. Nein, nein. Das habe ich ihm jetzt gegeben. Ich glaube, das ziehe ich hier unter meine Klamotten an, oder? Ja, ich habe es gesehen, Freunde. Ich habe es gesehen, keine Sorge. Ja, gut. So, noch mehr Rüstung, perfekt. Den Safe können wir leider nicht öffnen. Oder ich hole mir einen Begleiter, der das kann. Stimmt. Da geht ja noch was. War das Valentine? Ne, Valentine konnte hacken, ne? Zieh mal rein, na guck. Da kommen wir auf der anderen Seite. Oh scheiße, ich komme jetzt nicht mehr zurück, ne? Doch, puh. Glück gehabt, Freunde, Glück gehabt. So, gehen wir zurück. Wir haben hier alles gelootet, wir haben ordentlich Zeug bekommen. Eine neue Waffe, für die wir keine Munition haben. Wir müssen unbedingt mehr Munition finden. Sonst kriegen wir ein Problem. Level up. Achso, stimmt. Danke.
So, unter was fiel nochmal Schlossknacken? Schleichen. Schleichen ist auch nicht schlecht, ne, wenn wir darauf gehen. Wir müssen auf jeden Fall mehr schleichen in diesem Spiel. Oder ich gehe wirklich zuerst hier drauf. Oh, Level 7, okay. Der Kronkorkenbehälter, na ja. Wo war denn hier Schlossknacken, sag mal? Ich jetzt blöd, gab's nicht. Achso, da. Schlossknacker, Wahrnehmung 4. Ja, gut, aber. Ja, wir brauchen das endlich, ne? Aber Wahrnehmung. Ist hier vier, oh, drei Level sind das. Nehmen wir erstmal hier einen rein. Machen wir später. Bringt nichts. Hätte ich vorher wissen müssen. Ja, zumindest mal eine gute Waffe. Gurtzeug, geflickter, irgendwas. Ja, ich meine, schick sie da aus, aber bringt mir halt einen Scheiß. Ushanka! Na gut. Wobei, ist bestimmt schön, schicker als der Helm, oder? Ah, gibt mir aber auch keine Resistenz. Ja gut, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wieso hat den eigentlich keiner genommen? Flüsterkneipe. Hm. Achtung, jetzt wird's gefährlich. Wir brauchen eigentlich, bräuchten wir ein Bett. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Gefahr wittere, bin ich weg. Das Schloss sieht stabil aus. Shit, ey. Was kannst du eigentlich, Mädel? Ja, okay, die nächsten Level gehen, setzen wir auf Schlossknacken. Ich brauche das Zeug da drin. Wir sagen, was ihr wollt, aber ich brauche das. Ich brauche alles. Alles, was man verkaufen kann, brauche ich auch. Na, habt ihr noch was für Schickes für mich? Geht's wieder raus? Ja. Ah, das war nur mein Hund. Wegen meinem Hund erschreckt. Na, die hatten wenigstens eine Schicke gezeigt, bevor sie gestorben sind. Kann nicht jeder von sich behaupten. Es geht definitiv noch irgendwie in den Keller. Da würde ich gerne zuerst hingehen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass hier alles clean ist. Nicht aufgeblasener Kickball. Okay. Einfach alles mitnehmen, Freunde. Achso. Ich wollte ihn gerade mitnehmen. Wieso kann ich nicht die Axt nehmen und hier alles komplett auseinandernehmen? Naja. Und positiv ist halt, dass wir wirklich jetzt Holz auch kaufen können. Wir können also, wir könnten theoretisch weiterbauen. Theoretisch. Ich will ja eigentlich nicht so viel mit Holz bauen, eher Beton. Aber das kostet ja auch alles, ne? Komme ich so nicht auf. Echt jetzt? Kriegst du eigentlich irgendwas auf, Mädel? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier sicher sind. Es ist alles viel zu ruhig, da ploppt doch gleich irgendwas auf und erschreckt mich. Ist das? Wieso schläfst du bitte sehr mit einer Puppe? Xcel? Xcel ist Xcel. Kennen wir das? Oder ist das neu? Holy shit! Hm. Not bad. Ja, ich meine, ich finde es schön, dass ich die Munition für die ganzen Sowjetwaffen kriege, aber wo sind die Waffen? So, nimm mal meinen restlichen Müll. Ich weiß nicht, wie viel du noch tragen kannst.
Auf jeden Fall genug. Eine Machete. Danke, Püppchen. Aber was zur Hölle? Und wieso ist der Schädel in der Toilette? Was sollen die Puppen? Der schläft mit einer Puppe in seinem Bett, währenddessen drei Puppen einen in der Badewanne geköpft haben. Ah ja. Kannst du mal nicht mehr durstig sein? Oder macht das Wasser nicht zit? Hallo? Ich habe das Gefühl, das Wasser hilft nicht. Ja gut, scheiß drauf. Das Wasser hilft nicht. Aber wir haben eine Machete. Okay, in der Toilette ist nichts weiter. Daytripper. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß bei dem, was du auch hier immer machst. Aber ich bin raus. Oh, da geht's raus. Egal, hier war eh nichts, glaube ich. Hoffe ich einfach mal. Puh. Ach, da wo Licht ist, ist auch eine Tür. Okay, das müssen wir uns merken. Das können wir definitiv noch gebrauchen. Wo hast du noch was gefunden? Ah, Kronkorken. Oh, ich glaube nicht, dass das ist, was er gesehen hat. Ah, das ist bestimmt hinter dieser Tür. Dreck. Oh. Eine Lunchbox. Eigentlich ist in der Lunchbox noch ein bisschen was drin, aber das wird... Wann können wir das denn machen? Ja, lass mal ein bisschen Licht hier rein. Das wird wahrscheinlich jetzt unter dem Bett verschwunden sein. Ja gut. Wir haben eine Lunchbox bekommen, daraus können wir dann eine Kronkorkenbombe machen. Das wird schon. Na gut. Schauen wir uns hier weiter um. Da ist noch Licht. Nicht gut, dass alles gekennzeichnet ist. Arbeitshaus. Wer kennt das nicht? Und überall sind verschlossene Sachen, die wir auf jeden Fall noch öffnen müssen. Hoffen wir mal, dass wir die nächsten Level irgendwie zusammenkriegen. Und vielleicht, dass wir mal ein Bett zusammenkriegen. Ich will schon glatt behaupten, wir laufen gleich auf jeden Fall nochmal kurz zurück und schlafen. Schreibtisch ist leer. Vielleicht kann ich auch schon ein paar Sachen bauen mit dem, was ich habe. Das wäre edel. Ich nehme alles mit, Freunde. Ich kann alles gebrauchen. So. Okay, die Munition kann ich endlich mal verwenden. Wie komme ich höher? Ach, da war bestimmt noch eine weitere Treppe, ne? Geht weiter nach oben. Alles gut. Ich hab's gesehen. Gib mir bitte eine Waffe. Babyrassel? Warum auch immer. Patrone, Impro-Pistole, Stechflügelstachel. Ach, der hat mich jetzt überladen. Klasse. Ja, wir müssen eh zurück. Bin so fett überladen, dass ich es da nicht mehr rüber schaffe. Ja, ich bin gerade kurz gelaufen. Wo ist mein Hund? Und? Angetanzt?
Aber ich bin schon wieder abhängig von irgendwelchen Sachen. Aufgepasst. Dabei hatte ich das gerade erst hinter mir. Oh Mann. So, hier war irgendwo noch ein Tresor, wenn ich mich recht erinnere, wo ich nicht rankomme. Ja, die haben sich gegenseitig fertig gemacht, wegen des Tresors wahrscheinlich. Das nehme ich mit. Verbrannte Bücher kann ich verkaufen für einen Kronkorken. Jeder Kronkorken zählt. Wer den Kronkorken nicht ehrt, der ist des Geldes nicht wert. So sieht's aus. Hui. Ja, hier ist einfach nichts, außer dass man da runterfallen kann. Da kannst du easy hochspringen. Gut. Noch ein Tresor, den wir nicht öffnen können. Es geht noch höher. War hier nicht eine Todeskralle auf dem? Nein, das war woanders. Das war woanders, Freunde. Okay, hier war das wirklich nicht gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber dafür ist hier oben auch gar nichts. Denn ich kann irgendwo anders raufspringen. Ja, ich könnte hier runter. Aber hier ist auch nichts Überlebenswichtiges, außer ich kann noch weitergehen. Nö. Einfach mal nichts. Wir können auch darüber springen und alles, ja. Aber wir gehen hier mal die Treppe runter, gucken nach und dann laufen wir auf jeden Fall mal zurück. Kommt schon eine Waffe, eine gute. Aber vielleicht kann ich mir schon ein bisschen was zusammenbasteln. Das wäre echt episch. Na komm. Erstmal ab nach Hause, den können wir gleich helfen. Oh, Hund! Erschreckt mich bitte nicht so. Wir müssen halt nur auf die Viecher aufpassen, die da hinten auf der Straße sind. Wo auch immer ich gerade bin. Ich möchte nach Hause. Natürlich kann ich nicht schnell reisen, aber ich will eine Markierung setzen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Also gut. Vielleicht finden wir irgendwie noch einen Behälter oder so, wo wir reingucken können. Ansonsten... Oh, was ist das hier? Arbeitshauswasser. Sonst müssen wir jetzt noch heil nach Hause kommen. Ich finde es nur seltsam, dass die Stadt so leer ist. In meinen Erinnerungen war ich hier viel, viel mehr. Mir ging das in meiner Erinnerung richtig ab. So, wir brauchen die Erfahrung von diesen Stechmücken, ne? Oh Gott. Ich hab vergessen. Oh, ich hab's vergessen. Oh, scheiße. Ich hab jetzt nicht gespeichert. Oh, ich bin so ein scheiß Depp. Ich hab's vergessen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es, ich weiß es. Ich bin vergiftet. Könnte sein, dass ich sterbe. Hab ich irgendwie ein Gegengift? Erstmal muss ich... einen davon benutzen oder zwei am besten. Muss irgendwie so eine Art Gegengift haben, oder? Erhöht Ermüdung und unterdrückt Immunität. Also right away. Strahlung widerstehen. Schadensresistenz. Entitz. Gift widerstehen. Okay, Nuka-Cola. Scheiße, Mann, ich bin so blöd. Warum bin ich so blöd, Freunde? Ey, ich brauche Nuka-Cola. Nuka-Cola-Quantum. Oder Nuka-Cola. Hoffen wir, das reicht. Und dann... Ich muss jetzt gerade alles einsetzen, das ist so... Ach,
Scheiße, haben wir eine schöne Ressourcen. Egal. Meine Fresse. Das war es echt nicht wert, Freunde. Das war es echt nicht wert. Oh, ich bin so dämlich. Aber wir haben es überlebt. Alles gut, Freunde. Alles gut. Das ist das Wichtigste. Überleben. Überleben geht vor Rohstoffe. Ich meine, wenn wir jetzt nicht im Hardcore-Modus spielen würden, hätte ich jetzt einfach Quickslot gemacht und hätte so lange probiert, bis ich es überlebt hätte. Doch das ist jetzt keine Alternative mehr, Freunde. Das ist keine Alternative. Naja, zum Glück bin ich nicht abhängig geworden. Das wäre noch das Nonplusultra. Wie spät haben wir es jetzt? Kann man warten? Ach, wenn man sich hinsetzt, war das, ne? Uhrzeit. Ich bin richtig auf Droge, Alter. Ich hab keine Ahnung, wie spät das ist, aber wir... Ach ja, stimmt. Okay, wir müssen 8 Stunden schlafen. Ist das Nacht? Ich muss sagen, jetzt traue ich mich auch, die Quest weiterzumachen. Ich bin zwar durstig, aber wir laufen jetzt eh kurz nach Hause, von daher. Was soll's. Trinken wir da erstmal ein bisschen. Und dann laufen wir Richtung Quest. Wir brauchen nämlich die Verbrüderung mit der Farm. Auf der kleinen Insel war ich noch nicht, ne? Soll ich mal nachgucken. Falls da noch irgendwas ist. Ach, zu Hause ist es doch am schönsten. So, erstmal was trinken. Sehr schön. Okidoki. Komm mal her, Hundi, ich kann dich jetzt gut gebrauchen. Wieso läufst du so scheiße? Lauf doch einfach hier quer durch. Lauf doch nicht weg. Aufgepasst. So, du gibst mir jetzt alles. Ja, ich nehme wirklich alles. Scheiß drauf, du musst nicht gut aussehen, Hund. Ich brauche nur die Ressourcen. Der Händler, ne? Den müssen wir, glaube ich, gleich nochmal aufsuchen. Eventuell kaufe ich mir so ein Backpack. Hält einen Schraubschlüssel. Fuck. So, erstmal alles einlagern. Diverses haben wir hier noch. Das kann weg. Wird gerne irgendwie. Wir müssen irgendwie ein paar Sachen. Ich muss die Grenze zu meiner Tragelast erreichen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen was wegtun. Also, wir haben Gewicht 0,5. Ich brauche nur 5 dabei. Blutpakete brauche ich hier. Das Braminfleisch kann weg. Charisma und Glück plus 3. So, Gewicht 0,5. Fleisch von Mischlingshund, das muss auch gekocht werden. Gebratene Sachen behalte ich. Wobei, eigentlich brauche ich das ganze Zeug nicht. Blähfliegenfleisch behalte ich nur fürs Essen. Der Rest kann hier bleiben. Karotte, Kaugummi. Wenn ich was brauche, kann ich jederzeit herkommen. Oder wenn meine Siedlungen verbunden sind, kann ich da auch ein bisschen was machen. So, 10 Millionen. Ja, wir haben es geschafft. Aber ich lege noch ein paar Sachen weg.
Schmutzige Wasser lassen wir auch hier. 29 Tattoos. Okay, da kam das Gewicht her. Jetzt wissen wir es. So, sehr schön. Nächster Schritt wäre Sachen verkaufen, ne? Wir haben ja zum Glück hier direkt einen Händler. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Obwohl, ich guck mal, was wir hier bauen können. Kann ich schon das Rekrutierungssignal bauen? Das wäre echt herrlich. Dann hätte ich hier endlich Verteidigung. Ja, ich kann es bauen. Moment. Du benötigst Strom 4 und du produzierst 5. Naja, kann ich Ressourcen sparen. Yay. Brauchen wir noch ein paar Betten. Und dann sind wir soweit durch. Möbel. Betten. Boah, nicht so was Hochwertiges hier. 4, 4, 4, 3. Ja, 3, ja. Ich weiß, ihr müsst erstmal im Freien schlafen, ist mir aber jetzt erstmal egal. So, Hauptsache sie haben Betten. Gut, das ist schon mal gut. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall bald mal ein paar mehr Mannequins rein. Können dann hier zwischendurch mal wieder bauen. Kann also vorkommen, dass wir mal eine ganze Folge hier rumsitzen und einfach nur bauen. So, ich weiß, dass zuverlässige Quelle, dass die Händlerin ja hier war, ne? Hier direkt unten. Kann ich nämlich schlafen gehen und dann gehen wir zu den Raidern. Ich kann auch auf dem Weg da hinten im Bett schlafen, ne? Das ging ja auch. Wäre, glaube ich, vom Vorteil. Ja, da chillt hier immer noch. Sehr schön. Händlerin direkt vor der Nase. Will ich mich nicht verarschen? Nee, mit euch lege ich mich nicht nochmal an. Da sind die einfach wieder da. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Klar, ich schau's mir an. Okay, eine davon, eine Machete gebe ich dir auch ab. Die Machete sollte ich auf jeden Fall gleich dann auf Favoriten setzen. Impro-Pistole brauche ich jetzt nicht mehr. Molotov-Cocktail, Schlagring kann auch weg. Impro-Pistole, das ist die gute, ne? Brauche ich auch nicht. So, dich behalte ich. Dich behalte ich. Dich behalte ich. Oh, Impro-Pistole mit Visier. Na gut, dann gehst du weg. Ja, verbraucht sowieso weniger Munition. So, kurz auf die Werte achten. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwie was Gutes verkaufe. Dich behalte ich, du bist unique. Kann einer von meinen Leuten anziehen. Gut, hier habe ich nichts mehr. Diverses, Munition, ja gut. Und dann 45 ACP. Da sind verschiedene Waffen. Deswegen für jede Waffe. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Aber ich habe jetzt auch zu wenig Geld, um das auszuprobieren. Holster. Vielleicht, um die Sachen einfach mittragen zu können. Na gut, lassen wir es einfach. Hier wird es ein paar Kronkorken mehr und mehr wollte ich nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt Richtung Räder und werden auf dem Weg schlafen. Oh, oh. Oh, ist weg. Und cool. Wo ist der hin? Ich hoffe, die Raider sind nicht respawned. Aber ich meine, so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Seit dem letzten Mal schlafen. Und wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier sicher sind. Das ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Sicherheit.
So. Siedlungsrekognierungssignal verloren. Na gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich das habe. Wo war denn das Bettchen? War das hier? Also sowas sieht man auch nur nachts. Ne, hier hoch. Ich erinnere mich, wie ich hier hochgegangen bin das letzte Mal. Hä? Ja, oder auch nicht. Gut. Scheiß drauf. Wir werden schon nicht sterben. Jetzt muss man drauf gehen. Das sind die Satellitenschüssel. Ich kann mich erinnern, dass da verdammt viele waren. Aber da kriege ich endlich Waffen und Munition. Und das brauchen wir. Da ist ein Wildhund. Nee, ach so, das war der Nacktbull. Der Riesennacktbull. Das bald für später. Oh, ich habe 10 mm Munition, ne? Nice. So wie ich die Munition verhaue, ey, ganz ehrlich. Oh oh. Ich muss die Machete noch ausrüsten, ne? So. So. Komm her, Dude. Leg dich doch mit mir an. Oh Gott. Das zeigt. Gut. Die Machete hat ihren... Hier ist ein Raider. Dank. Sieht man kaum im Rasen, ne? Lila. Gib mir alles her. Ein Stealth Boy. Oh mein Gott. Da kenne ich nichts, Freundchen. Da kenne ich nichts. Ist hier noch einer? Aber die machen auch gar nicht mehr so viel Schaden wie am Anfang. Gut. Sehr, sehr gut. Ist da ein Bettchen? Nein, schade. Na komm. Was auch immer da drin ist, ich will's haben. Gib es mir. Komm. Komm. Dankeschön. Cool. Molotow. Netzrelais-Spule. Red X. Schrotpatrone. Oh. Guter Loot. Klingenkorn. Ups. Was soll das Klingenkorn? Aber ich nehm's. Oh, Kissen. So, tut mir leid, ich muss dir dein Kissen leider wegnehmen. Du brauchst das ja nicht. Klingkorn. Was zur Hölle ist Klingkorn? Toll. Ein paar Kräuter. Gehen wir erstmal dahin. Was haben wir denn da? Ein Plünderer, ja. Jetzt schleichen wir uns doch ran. Und dann schön auf den Kopf.